Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, wir spielen heute wieder Alicia Online. Das ist jetzt die zweite Folge. Und ich habe ja schon mal so ein bisschen ausprobiert. Ich denke mal, ich werde die Tasten jetzt so lassen, wie ich es jetzt ja beim letzten Mal eingestellt habe. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee. Und ich muss sagen, ich bin immer noch total begeistert hier von dem Spiel. Ich habe jetzt nicht weitergemacht, weil ich wollte das ja, ja im Video machen. Und ich frage mich, was das hier für ein Tor ist. Aber okay, ich möchte heute mal hier weiter erkunden, was es noch so zu entdecken gibt. Und hier oben ist auch noch irgendwas und hier blinkert irgendwas. Das werden wir gleich sehen. Aber ich würde sagen, ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach, egal. Ich würde einfach sagen, wir starten mit dem Video. So, okay, alles klar, ihr Lieben. Also zuerst mal muss ich sagen, ich finde die Musik relativ schön. Ja, wie gesagt, ich kenne mich hier immer noch nicht so gut aus, weil bei der letzten Folge hatte ich ja hier erst angefangen und so viel habe ich jetzt ja hier auch noch nicht geguckt. Da oben ist so ein Symbol. Ich hoffe, wartet mal, ich glaube, die Musik ist vielleicht etwas zu laut oder auch nicht. Ich denke mal, so passt das. So, jedenfalls habe ich festgestellt, wenn man über diese Teile springt, dann lädt sich dieser Kreis dann da auf. Bei diesem Rennen, dieser Magiekreis da. Ich weiß jetzt nicht, wie man den nennt, aber ist auch egal. So, jedenfalls habe ich gesehen, dass hier überall so Punkte sind. Das sind dann wohl die Quests. Andere Spiele dürfen zu Besuch kommen. Okay, hier oben ist so ein... Ich muss erstmal schauen, was das hier alles halt ist. Okay, hier ist so ein offenes Schloss. Ja, das ist das, was ich mich jetzt auch schon die ganze Zeit frage. Wie können denn jetzt hier andere Spieler hier reinkommen? Das habe ich jetzt auch noch nicht herausgefunden, wie das dann funktioniert. Wir sind auf jeden Fall hier auf der Farm. Und hier ist der Chat und ich frage mich auch, wie man den benutzen kann. Global, wenn ich hier schreibe, da kommt doch bestimmt keiner, oder? System, okay, das ist einfach der System-Chat hier. Huhu, was ist, wenn ich jetzt hier Huhu schreibe? Schreibt dann jemand zurück oder wie? So, okay, alles klar. Hier oben haben wir Bonus. Hol dir deinen Bonus. Was bedeutet das? Okay. Lädt dich, was ist das denn jetzt? Petra lädt dich zur Gilde namens Petra, irgendwas ein. Ach so, man kann hier sogar einer Gilde beitreten. Das wusste ich nicht. Okay, nicht schlecht. Aber jetzt ist trotzdem nicht das, was ich jetzt eigentlich wollte. Wartet mal, ich schaue mal kurz. Was ist das hier? Oh, ich sage ja, es gibt noch so viel zu entdecken, ihr Lieben. Sternritter-Ausrüstung, kann ich die schon benutzen? Hier habe ich noch ein Pflegepaket. Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung, was das bedeutet. Willst du jetzt die Kostümteile an Artikel können in deinem Inventar gefunden? Soll ich das mal aufsetzen drücken? Oh, hat er das jetzt an? Okay, dann versuche ich das auch mal. Aber wieso habe ich denn das jetzt hier bekommen? Was hat denn das jetzt zu bedeuten? Ist das jetzt irgendwie gut? Keine Ahnung. Pferdeverleih. Jede Stunde kannst du ein Pferd auswählen. Alle vier Pferde ändern sich jede Stunde. Das Mietpferd wird dein jetziges Pferd ersetzen. Die Erfahrung wird weiterhin wachsen, während du das Mietpferd reitest. Okay, ich habe jetzt hier tatsächlich Sachen an. Das ist ja... okay, jetzt habe ich hier tatsächlich Sachen. Das sieht ja mega aus, oder? Ey, das sieht ja richtig cool aus. Schaut mal, das sieht voll geil aus. Boah, ist das aufwendig gemacht hier, diese ganze Ausrüstung. Hier hinten ist so eine schöne Schleife dran. Das ist ja witzig. Also, was soll ich sagen? Ich finde das richtig cool. Plus, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt für irgendwas gut ist. Ich denke mal schon, aber die haben vielleicht keine so Werte. Ich glaube, die Sachen haben ja auch Werte, ne? So, okay, jetzt schaue ich mal. Hier gibt es auch noch mal was mit diesem Bonus. Wie gesagt, ihr Lieben, ich muss hier echt erstmal durchblicken, aber ich mache das eben alles im Video, dass wir das hier alles mit aufnehmen können. Und ja, dann ist, ich finde sowas halt auch immer gut, wenn man dann später mal gucken kann, wenn man sich die Videos später mal angucken. Ey, da rennt ein Fuchs! Ja, wenn man sich später die Videos mal angucken kann und so.
Ja, jedenfalls das mit dem Pferdeleih, das habe ich jetzt eben nicht so ganz verstanden. Kostenlose Pflege halten, aber das kann ich jetzt alles nicht andrücken hier. Der Pferdeverleih. Also du kannst das Pferd mieten, aber ach so, das kostet was, oder? Das finde ich ganz hübsch. Aber was bedeutet diese Zahl hier? Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt machen sollte oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir ja mal was zu dem Pferdemieten in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung. Ui, ich habe eine Freundschaftseinladung. Soll ich die mal annehmen? Oh, hier hat jemand geschrieben. Oh mein Gott, ich nehme das einfach mal an. Oh Gott, wenn sie wüsste, dass ich hier ein Video aufnehme. So, alles klar. Ach Mann, ich finde das so schön, das Spiel. So, okay, ich würde sagen, wir können ja einfach mal hier mit dem sprechen. Wie gesagt, tut mir leid, ich bin noch in der Lernphase. Oder wie man das nennen möchte. Ja, okay, willkommen, Reiter. Du siehst heute sehr entschlossen aus. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Oh, der Hund ist so süß. Oh mein Gott, hier ist jemand dazugekommen. Es ist eine Reise für die Augen, wie ich zu sagen pflege. Ich bin gespannt, was ich heute alles sehen werde. Sieht so aus, als würdest du. Hallo? Oh mein Gott, hier ist jemand. Okay, sieht so aus, als würdest du reden wollen. Wenn jemand mit dir sprechen will, erkennst du das am Ü über ihrem Kopf, am Zeichen über ihrem Kopf. Oh mein Gott, ich werde dir sagen, was ich denke. Such dir aus, welche Ziele du heute erreichen willst. Setze dir jeden Tag Ziele. Gute Reiter haben immer Ziele im Kopf. Okay. Ich wünschte, ich könnte mir helfen, aber wenigstens können ich und unsere kleine Familie dich anfeuern. Wenn du deine heutigen Ziele erreicht hast, komm zurück und sprich mich an. Okay, alles klar. Oh, die sieht aber schön aus. Tägliche Aufgaben. Einmal am Tag kannst du zwischen Aufgaben wählen, die dich mit Karotten oder Pferdenahrung belohnen. Öffne dein Aufgabenbuch und wähle deine täglichen Aufgaben. Okay. Okay, ich glaube, ey, warum rennen die denn jetzt hier lang? Oh mein Gott, Petra. Keine Ahnung. Ach, ich lasse sie jetzt einfach mal hier rumlaufen. Oh mein Gott. Wartet mal, wie kann ich. Achso, ich kann jetzt hier, glaube ich, schreiben. Hallo? Ich bin neu. Oh mein Gott. Oh Gott. So, okay, ich würde sagen, wir machen mal hier weiter. Hier oben steht tägliche Aufgaben. Bitte wählen Sie eine Aufgabe. Ups, ist sie weg? Oh, da wollte sie wohl nicht mit mir sprechen. Okay. Okay, ist auch nicht so dramatisch. Kenne mich sowieso noch nicht aus. So, was jetzt? Ach, jetzt bin ich komplett. Jetzt hat sie mich komplett durcheinander gebracht. Okay, wartet mal. Bitte wähle eine Aufgabe, eine tägliche Aufgabe aus. Tägliche Aufgabe. Okay, ich muss das jetzt hier auswählen. Hungrige Pferde. Füttere dein Pferd fünfmal. Ja, wie geht das? Habe ich keine Ahnung. Rennerfahrung. Ich weiß nicht, was diese Sterne bedeuten. Ist das die Schwierigkeit? Ich denke mal, dass das die Schwierigkeit ist. Wie gesagt, ihr könnt mir sehr gerne hier immer mal ja, bisschen was in die Kommentare schreiben, weil ihr habt ja sicher viel mehr Ahnung davon als ich. Für mich ist das halt alles hier neu. Ich wähle einfach mal diese drei Sachen hier aus. Oh, was ist das? Okay, ich mache einfach mal jetzt okay. Und ja, wie kann man das hier eigentlich ausschalten? Abby, so. Abby, nee, Abby, oh, heiße ich ja. Was bedeutet denn eigentlich dieses Ausrufezeichen hier? Kann man den Namen ändern? Du musst ein Charakterschild im Laden kaufen. Ach so, ich kann den Namen hier sogar ändern. Im Laden kaufen? Ich bin sogar Level 2. Sehr cool. Ach so, hier kann man auch noch was sehen. Oh, ihr seht, ich bin komplett überfordert. Also, weil ich einfach nicht weiß, wo ich zuerst hingucken soll. Okay, hungrige Pferde. Wie funktionieren das? Ups, jetzt wollte ich das natürlich so nicht machen.
Ich dachte, ich kann hier irgendwie, ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie man das macht, füttere dein Pferd, ja, fünfmal. Tja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, Ahnung, Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Ach Mann, ich habe. Ui, was ist das denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt mein Pferd füttern? Wartet mal. Ich muss erst mal schauen jetzt hier. Was haben wir jetzt hier? Ah, hier ist die Pflege, okay. Pflege. Geht das hier über die Pflege? Oh, das ist ja süß. Wie sie hier dasteht. Oh, schön. Okay, füttern. Füttern, ist das das? Ah, okay, wartet. Füttern. Oh, sehr süß. Oh, wie süß. Wir füttern unser Pferd. Nochmal? Ich probiere es einfach mal aus. Ach so, da kommt dann hier die Vertrautheit. Für irgendwie ist das auch gut. Und hier so ein süßes Symbol. Oh, ist ja süß. Das gefällt mir richtig gut. Oh, ich finde das auch so realistisch gemacht, irgendwie. So diese Animation, jetzt meine ich. Das vermisse ich ehrlich gesagt so ein bisschen in Star Stable, muss ich sagen. Ich finde die Animation echt schön. Okay. Angehende Freundschaft. Ich höre dich, wenn du mich rufst. Okay, wir werden langsam Freunde. Sehr schön. Okay, dann füttern wir noch mal. Ich denke mal. Oh. Oh, es ist. Hä? Wieso ist denn das jetzt runtergefallen? Was war denn? Was denn jetzt passiert? Okay, du brauchst Gegenstände. Betrete den Shop. Okay, dann kann ich hier im Shop. Wo ist denn jetzt der Shop? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Shop ist. Habe ich nicht vor uns hier irgendwo Shop? Ich denke mal hier, oder? Ich denke mal, das ist der Shop, ja. Glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine. Doch, das ist der Shop. Aber warum gibt es hier. Oder ist das nicht der Shop? Nee, das glaube ich ist Inventar, oder? Ich glaube, das ist das Inventar. Und hier kann man dann die ganzen Sachen auswählen. Aber wie gesagt, das werden wir alles noch herausfinden. Ja, es hat ja jeder mal angefangen und ich habe eben noch keine so richtige Ahnung. Ach, hier, jetzt ist die Aufgabe auch hier erledigt fast. Jetzt brauche ich aber nochmal Futter. Wo bekomme ich denn das jetzt her? Hier steht doch Laden. Ach, okay, ich habe einen Shop gesucht. Willkommen im Laden. Ui, okay, wie schön. Oh, hier kann man dann auch neue Haare bekommen. Und so war es auch richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, ich bin jetzt schon total begeistert. Aber man muss sich echt erstmal so ein bisschen hier reinfinden. Weil es ist sehr, sehr, ja, wie sagt man, sehr komplex, würde ich sagen, so von Anfang. So, hier gibt es jetzt Karotten. Okay, die kann ich 10 Stück. 10 Stück. 10, also 10 Stück kosten 500 Karotten, oder? Wie viel haben wir? Okay, hier unten. Okay, da können wir die nämlich kaufen. Kaufen. Ich hoffe, das war jetzt alles richtig. Ich denke mal schon. So, und dann können wir jetzt nochmal füttern. Und dann haben wir nämlich die erste Aufgabe hier erledigt. So, also langsam. Ich fuchs mich schon hier rein. Sehr schön. Dann machen wir nochmal das Ganze hier. Weil wir müssen ja das Pferd fünfmal füttern. Irgendwie ist sie traurig, weil ja die Möhre fallen lässt. So, sehr cool. Okay, machen wir das nochmal. Ach so, da kommt dann die Vertrautheit, glaube ich, wenn er das nicht fallen lässt, oder? Oh, es lässt ja schon wieder fallen. Oh, okay, alles klar. Wir haben es. Zurück zur Ranch. Oh, komplett. Seht ihr, jetzt haben wir das geschafft. So. Und jetzt bekomme ich eine Belohnung, oder? Oder bekomme ich keine? Hm, keine Ahnung. Ach so, ich muss alle drei erledigen. Gut, dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. Ja, weil sonst wird es ja einfach viel zu lang, die Folge. Und oh, ich weiß nicht, was ich sage. Ich bin so begeistert von dem Spiel. Ja, okay, ihr Lieben. Also, wie gesagt, ich beende erstmal diese Folge an der Stelle und in der nächsten Runde machen wir dann die restlichen Aufgaben noch weiter. Und ja.
Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag ab morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und bis bald, ihr Lieben.